Einfach noch mal testen, den 117er. Ich brauche einfach einen guten Dungeon. Gib mir einen guten Dungeon. Der sieht schon mal schön aus. Jetzt gib mir einfach gute Pylone und nicht alles in Brecher, bitte. Und alles ist gut. Aua, das tut weh. Im HC mit 700k live zu spielen, muss man erstmal machen, würde ich nicht. Ja, und ich würde nicht mit 9, also 1 Million momentan spielen. Ich bin 112er, bin ich mit 480.000 Leben gelaufen in Zeit. Also an dem liegt es momentan nicht. Ich brauche Schaden, 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 Schaden. Und eben, ich habe momentan ja nicht wirklich krasse Drops. Also ich habe schon ab und an mal einen Drop, aber dann stehe ich halt in der Suppe drin und das darf ich natürlich nicht. Aber ansonsten ist alles okay. Ach, er zieht mir sie alle weg. Oh. Naja, auch nicht schlecht. Bis in diesem Feuer darf ich halt nicht stehen bleiben. Und ich brauche nicht so viel Leben, weil ich an Kräften jetzt drin habe. Und nicht Blenden. Jetzt habe ich gesehen, dass alle anderen Kreuzritter drin haben. Ich hatte ja Blenden noch bis gestern drin. Jetzt habe ich es halt geändert. Jetzt habe ich auch in Kräften reingenommen. Das macht für 6 Sekunden 40% weniger Schaden die Gegner auf dir, aber eben nicht die Widerstände, die, also halt alles, was mit Magie zu tun hat, eben diese Feuerstrahlen und alles, das kann man nicht entkräften, aber halt alle Nahkampfangriffe. Und dann habe ich noch Steinpanzerhandschuhe und so, also ich habe keine Rüstungsprobleme mehr, sondern ich habe jetzt Widerstandsprobleme. Und ich habe nicht genug Schaden. Das habe ich dir selbst gestern schon empfohlen. Ja, ja, ich weiß, dass du mir gestern schon empfohlen hast. Aber eben, ich will, wenn ich jetzt zu viel Paragon in Vita reinwerfe, ist es halt unnötig. Weil ich halt einfach nicht benötige. Aber ja, genau, mit den Kräften hast du mir empfohlen. Ja, genau, genau, genau. Sorry, sorry, sorry. Jetzt habe ich gerade den Durchblick verloren. So, nice. Wir sind noch in Zeit, also alles ist okay. Pylon, nein, aber da gehen wir jetzt weitergehen. Aber hier sind blaue. Akara Trampiones, gut, haben wir wieder. Ich müsste eigentlich näher ranstehen, komme aber nicht da rein. Bringen wir erstmal den Trash hinter mir. Widerstände, was hast du denn für Gems mit? Ich habe den esoterischen raus, ich habe Gogok reingenommen. Dass ich noch schneller zuschlage. Esoterischer ist rausgeflogen für Gogok und dann hast du Verderben und Geschlagenen, glaube ich, drin. Also so laufen auch alle anderen. Ich habe halt Eso raus. Eben, ich laufe jetzt mit Einheit. Ich habe eine akzeptable Einheit gekriegt. Nicht gut, aber akzeptabel. Ich verliere zu viel Zeit, ey. Weil die Gegner jedes Mal weglaufen. Und ich nicht immer auf alle gleichzeitig draufkloppen kann. Siehst du, wenn ich jetzt auch fokussiert auf die blauen prügle, geht es relativ schnell. Hier geht es ja weiter, Lul. Gehen wir weiter. Oh, das sind schöne Ebenen. Also eigentlich ist es ein schöner Dungeon. Ich müsste nur halt mal einen Pylon finden. Einen Machtpylon gegen den gelben. Gibt es was Schöneres? Ja, herumgeportet zu werden. Also bestimmt ein Brecher. Nein, ist kein Brecher. Sexy. Oh mein Gott, ist das sexy gerade. Eine Macht mit... Ja, hört doch auf zu porten, Jungs. Lass mich die Olle hier verprügeln. Okay, okay, okay. Schnell noch den Kugel da hinten einsacken und let's go. Die Macht schön ausnützen. Da, geil. Die Macht hat endlich mal Sinn. Zwei Elite-Päckerlis. Ich stecke fest. Nein, stecke ich nicht. Ich lese gleich Mipal. Sorry, ich versuche gerade nur nicht zu sterben. Aber sobald ich die blauen tot habe, drücke ich kurz Pause und dann lese ich, was du geschrieben hast. Jetzt muss ich weiterlaufen. Habe ich die blauen getötet? Ja, okay. Kurz einsacken. Pause. Okay, Gogok, okay, kannst auch mit Schmerzverstärker versuchen. Keine Ahnung, ob der beim Cruzy auch viel bringt. Schmerzverstärker, okay. Ich glaube, ich habe einen anderen Typ mit Schwertverstärker rumlaufen sehen. Beim Gogok finde ich aber geil, nochmal 15% Abklingzeit, also sowieso geil für den Typ hier. Und Ausweichchance ist auch nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, ob der andere wirklich mehr bringt.
Also ich finde halt hier die Kombo aus drei Sachen halt richtig nice und alles ist ja supi für mich. Ausweichen eben ist göttlich plus die Abklingzeit 15% nochmal. Und du siehst ja, jetzt kann ich halt auch mit vier Skills spielen im Endeffekt, dass ich alle durchhauen kann. Wenn ich die ganze Zeit draufkloppe im Endeffekt, kann ich die ganze Zeit alle vier meine Skills aktiv halten. Gestern konnte ich das ja nicht. Konnte ich ja nur drei aktiv halten. Weil ich halt eben ohne Gogok gespielt habe. Aber jetzt geht's mit Gogok. Oh, die Mobs sind so schön. Wird wahrscheinlich für den Cruzy auch für die bessere Wahl. Aber meinte ja nur, ich meine, du probierst ja so viel. Du eben, ich habe auch einen anderen Typ damit rumlaufen sehen. Darum sage ich, so verkehrt ist die Idee gar nicht. Ich finde halt nur die Combo gerade richtig geil, dass ich eben vier Sachen halt klicken kann. Das war halt jetzt, was mir aufgefallen ist am Gogok. Wow, und hier ist gerade so viel schön Trash. Ich habe auch ein Plus in der Zeit drin, unglaublich. Aber eben, weil ich halt jetzt einen guten Pylon hatte. Oh, sorry. Ich habe die Macht mit zwei Elite-Packs gekriegt. Sowas habe ich schon lange nicht erlebt beim Progressen. Normalerweise kriege ich dann eine Macht für nichts. Oder gar keine Macht. Oder dann kriege ich Macht und kriege keine einzige Elite. Das wurde jetzt behoben und eben jetzt richtig viel schönen Trash töten können. Und hier haben wir gerade noch ein Schild. Geil. Macht es halt nochmal angenehmer, weil jetzt kann ich einfach blöd stehen bleiben. Oh, ist das geil. Ich glaube, wir könnten es schaffen, wenn es so weiterläuft. Ich bleib positiv, aber das ist richtig gut gerade. So ein Dungeon habe ich gestern nicht einmal gehabt. Vor allem, es sind auch Tiere, also hat auch Schweinemörder und ich habe einen 24% Damage gegen Tiere-Schweinemörder. Wenn ich mich recht erinnere. Ist ja auch nochmal nice. Ist halt ja ein Boni im Endeffekt. Und das Elite sind auch gerade, also der ist ja auch hier gerade ein Tier. Einfach nur geil. Und weiter. Warte, noch die Kugeln einsammeln und weiter. Himmelsfaust aktiviert halten. Himmelsfaust. Einfach weiterlaufen. Ich suche die nächste Packlies. Ich habe ja genug langes Schild. Da haben wir nächste Packlies. Oh, Alter, was ist das für eine Ebene? Blizzard-Mitarbeiter, der mir zuschaut. Ich liebe dich. Danke für die schönen Mobs, die du mir spawnen lässt. Als Dankeschön dafür, dass die anderen ihre Bugs da benutzt haben und mich überholt haben in der Rangliste. Oh, ich liebe dich. Ehrenmann, Blizzard-Mitarbeiter. Templer, zieh nichts da hinten zusammen, komm zu mir. Ich bräuchte so einen Befehl, Templer, komm. Nice. Weiter geht's. Ich brauch noch mehr Elite. Wir haben noch immer Schild am Laufen, das ist auch noch geil. Und da ist ein Gelber! Ich glaub's ja nicht! Und er ist kein Brecher! Oh meine Güte! Also der Blizzard-Mitarbeiter gerade übertreibt's ja hier beim Spawn der Mobs. Also mach's nicht so auffällig, dass ich Hilfe kriege von Blizzard. Nochmal danke dafür, Blizzard-Mitarbeiter, aber das ist zu auffällig. Aber gib mir noch einen Pylon in Verbindung für den Endboss und kanalisieren nebeneinander. Das wäre geil. Das fällt dir auch nicht auf, wenn du mir sowas geben würdest. Let's go. Ich glaube, ich lauf falsch. Ich glaube, ich muss hier runter, irgendwo. Blizzard-Mitarbeiter, sag mal an, wo ich hinlaufen muss. Ne, ich bin doch richtig gelaufen, oder? Ich bin doch richtig gelaufen. Ja, scheißen. Ah, Blizzard-Mitarbeiter. Könntest du nicht den Weg beschreiben können, wo ich hinlaufen muss? Ich sitze doch da hoch. Kurz alles verprügeln und weiterlaufen.
So. Trash ist wieder göttlich. Das sind alles Tiere. Alles schön extra Schaden. Und da kommt irgendwas Gelbes wieder angehuscht. Nice-o. Ist ein Brecher? Nein, es ist wieder kein Brecher. Also Blizzard-Mitarbeiter. Hallo? Also langsam wird's kritisch. Die Leute werden mir nicht glauben, dass ich hier das ehrenhaft gemacht habe. Schnell in den Kreis. Oh mein Gott, vielleicht finde ich noch einen Pylon auf dem Weg zum Bössje. Aber es sieht nicht gerade danach aus. Hoch, runter, hoch erstmal kommt. Und ein Pylon, ein Verbindungspylon. Also der Blizzard-Mitarbeiter übertreibt gerade, ne, Jungs? Stellt mir einfach alles in den Weg, dass ich einfach free to go habe hier. Dun, 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 dun. Komm, Port. Nein, ich bin nochmal geportet. Nein. Jetzt habe ich Zeit verloren. Oh, blau. Schnell da reinstellen. Oh, ich habe meine Death-Geschichten nicht an. Jetzt habe ich sie wieder. Jungs, der Boss kommt gleich. Wo ist der letzte Pylon? Wollte er nicht noch Kanalisieren-Pylonen abgeben? Schade. Den kriege ich nicht. Ich dachte, wir hätten abgemacht, dass ich den auch noch kriege. Aber egal, wir machen es jetzt so. Rang 2, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Woohoo! Danke, lieber Blizzard-Mitarbeiter, für alle Pylone und alle einfachen Mobs und die ganzen Pylone. Oh mein Gott! Rang 2! Zwei, Mashallah! Mashallah, Rang 2. Ich zittere gerade richtig schlimm. Man sieht es relativ schlecht, aber ich zittere gerade richtig hart. Upp, Alter. Uhu. Jetzt darf ich den Titel auch ändern. Rang 2 Kreuzritter. Crusader EU. Ja, Rang 2. Sogar nicht mal Rang 3, sondern Rang 2 sofort. Ich muss gleich einen Screenshot davon machen. So, rausporten. Bestenliste. Nein, nicht.